Ja, guten Abend. Mein Name ist Mario Aguilar. Ich komme aus Valparaíso, Chile. Ja, ich war ein Schüler von diesem Gymnasium, das ist die Allende-Gymnasium. Allende war ein Kommiliton von uns. Und er hat für uns etwas gelassen. Auch dieses Gymnasium hat auch bestimmte Werte in uns auch gelassen. Ja? So Ehren, Pflicht und Verbundenheit. Ich glaube, die Geschichte von uns ist nicht etwas spontan. Ja? Und heute, wir sprechen viel, dass die Wichtige ist nicht eine Geschichte von der Stadt nach unten, sondern wichtig ist die Geschichte von da unten nach oben. Und so, wir können gut sehen, wie bilden wir uns in dieser Gesellschaft. Das ist, warum ich habe mehrere Sachen hier mitgebracht. Das ist meine eigene Geschichte. Das ist die Geschichte von meiner Familie. Ich kann sie sehen hier. Sachen von Kuba von 1946. Ja, so ein Element von der Familie. Da können Sie da auch das sehen. Wie 64, ich war 9 Jahre alt, aber ich war in Kompromiss schon. Aufgrund von Erzählungen in die Familie. Von dem Aufstand in Südchile, wo die Familie auch beteiligt war, ja? In den Aufstand von der Landarbeit. Ja? Es gibt einen Film, Patagonia Rebelde. Dieser Schein, das ist ein Tag Lohn von der Arbeit für die Kampagne von Allende 64. Ich war, wie ich sage, 9 Jahre alt. Aber dieses Gymnasium hat eine große Bedeutung für mich in diesem Fall. Auch alle fängt da. Ja, wir haben nicht gegründet, wir waren die Erste, die setzen wir die Frente der Studenten Revolutionario, den FED, das war eine Organisation von den Studenten von der linken Revolutionären Bewegung. Und ich muss sagen, Allende hat diese Loyalität mit uns als Kommiliton von dieser Schule und hat uns eine neue Gymnasium gegeben. 1972, ja, und da hat sein Wort gehalten und wir waren immer sehr fasziniert, wir waren sehr jung, aber diese Haltung in mit uns, in die Gesellschaft, das können wir gut sehen danach, wie hat sich geopfert am Ende. Ja, und danach in dieser Schule, am Tag dem Push, ein paar Tage konnten wir nicht zurück in die Schule und dann wenn wir sind zurückgekommen, da sehen wir viele, unsere Lehrer sind nicht mehr da. Die haben festgenommen. Ja, und hat passiert auch, dass plötzlich haben wir ein Flugblatt, ja, und wir rufen für den Widerstand. Und alle zusammen, Widerstand von dieser Diktatur. Und im Besonderen in diesem Flugblatt war die Ermordung von Neruda. Wir haben immer gesagt, Neruda war ermordet. Ja, die haben ermordet. Die waren es nicht gestorben, so einfach in einem Bett. Nein, da haben wir da. Diese Dokument, klar, die sind gekommen. Die Gymnasium hat sofort gekriegt einen Militärinterventor. Das war ein Mann von der Armee. Und unser Rektor muss zweite Stelle nur haben. Von da, durch diese Information, Verfolgung in diese Gymnasium. In diese Gymnasium war die ganze Führung von allen jungen Organisationen, von allen Parteien, nicht nur von den Linken, auch von den Rechten. Ja? Und noch Leute von den extremen Rechten, ja? Von Partido Libertad, Rolando Matos, ja? Gruppen, die haben Terror gemacht. So demokratisch war dieses Gymnasium, ja? Aber wichtig war, wir müssen lernen, demokratisch zu sein, diskutieren und konfrontieren, aber in politischer Form. Danach, wenn diese ganze Situation steigt, die Lehrer, auch in diesem Moment durch diese Flugblätter, haben uns festgenommen. Ja? Eine Gruppe, die wir identifiziert, auch wir waren Vertretung in Chile, in dieser Zeit, die Arbeiter haben sich organisiert, in Cordones Industriales, danach waren Kommandos Kommunales, wo die Bevölkerung von der Stadtteil haben sich organisiert und haben wir Kommando Almendral. Mit diesem Kommando Almendral haben wir unterstützt auch die Militär, die Marine, die haben festgenommen in dieser Zeit. Haben wir in dieser Organisation, wir waren Vertreter von diesem Gymnasium als Schüler in dieser Bewegung.
Und diese ganze Information war sehr bekannt. Wer sind wir? Da war viel ein Problem, weil in diesem Moment auch viel Problem auf der Straße auch. Ja, und die ganze Klassenkampf, wie sich ein anderen gesagt, ist im Gymnasium reingegangen. Ja. Und von da war die Konfrontation. Auch die Rechten haben immer konstant versucht, die Gewalt. Und das haben immer uns verantwortlich gemacht, aber war nicht so. Und durch diese Situation in diesem Gymnasium, diese ganze Gruppe, die haben uns festgenommen und wir haben den ersten Prozess. Ja. Das sind hier, der Militärprozess. Ja. Und so gehe weiter und danach haben die Professoren gesagt, bitte gehen Sie weg von der Schule, solange die hier sind, werden viel mehr Leute festgenommen. Und klar, die waren ältere Leute, so Lehrer mit Familien und da haben wir verstanden. Und von da haben wir versucht, in andere Ecke zu gehen. Aber von diesem Moment, diese Möglichkeit, die Widerstand zu bauen, war sehr klar. Ja, da konnten wir nicht in die Schule, andere sind in den Untergrund sofort gegangen. Andere haben wir versucht, halb und halb so, wir haben die Kommunikation und von da haben wir danach noch ein Problem mit den gleichen Leuten, mit anderen Leuten in diesem Widerstand und das war ein zweiter Prozess. In diesem Moment, die haben nicht mehr uns gefunden, das bedeutet, konnten wir nicht in diesem halben Leben so zu sein, so wir müssen sofort in den Untergrund gehen und von da immer weiter die Widerstand Arbeit zu machen. Das war immer möglich. Flugblätter, die manchmal die Leute sehen, das ist in einer Diktatur. In diesem Moment, Flugblätter hat bedeutet, die Leute zu motivieren und zusammen zu sein und reagieren gegen diese Diktatur. Die Angst, die war, der Terror, die hat existiert, war sehr kompliziert. Das ist, so, das, ist das Ziel, ja? Angst zu machen. Und dann, der, die ein bisschen rebelliert, es logisch gefällt. Das haben sie immer gesagt, wenn sie haben uns die ersten Mal festgenommen sind, unsere Angehörigen gegangen, um zu fragen, wo wir sind. Und sie sagen, sie wissen, sie müssen sie dankbar sein, sie sind am Leben. Normalerweise müssen sie tot sein. Ja? So kennen hier diese Geschichte auch in Deutschland, ja? Was ein Flugblätter bedeutet in einem bestimmten Moment. Und ja, und diese ganze Situation, ich konnte bleiben bis Fach 77, Ende 76, komme in Argentinien. In Argentinien war auch ein Militärputsch und dann konnte wir nicht so lange halten, habe viel Unterstützung gekriegt von der lutheranischen Kirche, genau wie die Katholiken. Priester, die haben geschützt, Versteck auch. Ja? Und so konnten wir immer weiter leben in Chile und immer weiter unsere Arbeit machen. Danach konnte ich in Deutschland einen Asylantrag stellen, hier in Bochum. Und leider hat gedauert 7 Jahre, die Asyl zu kriegen. Die Amt hat alle diese Dokumentation. Und ich war bedroht. Ich habe in einem Moment, 76, war ein großes Problem für die Führung von dem MIR. Und diese ganze Führung war in die Botschaft von dem Vatikan. Und so konnte ich nicht da reingehen. Ich war in diesem Moment nicht möglich für mich. Und sie haben versucht, in andere Botschaft mich zu bringen, aus Costa Rica. Hat die ökumenische Studienberg für mich eine hier von Bochum hat mich ein Stipendium gegeben und so war möglich, so ein Flugticket und ein Stipendium. Auch die Wirtschaft von Costa Rica hat gesagt, sie müssen etwas haben, die können wir nicht diesen Kosten nehmen. Wenn die deutsche Wirtschaft sicher uns diese Sachen, kann sie wir nehmen in die Wirtschaft, kein Problem. Ja, leider. Alles hat nicht funktioniert und so konnte ich, die haben mir geholfen und ich bin durch die Grenze, ja, auch mit Bezahlung, ich muss nicht in Detail gehen, aber Sie müssen denken, klar, wann bist du gesucht in die Grenze, ist schon vorbei. Aber konnte ich in Argentinien mit viel Unterstützung von vielen guten Leuten, auch von der Kirche und konnte in Argentinien sein und von da komme ich nach Deutschland und danach Jahre in Deutschland. Da sehen Sie schon, in einer Zeit war das Problem, da konnten wir nicht zurückkehren. Ja? Von da, durch diese Situation, unsere Angehörigen haben organisiert die Rückkehrkomitee in Chile. Meine Mutter hat sie beteiligt in Chile, sie ruft das, die müssen wir zurück. Ja? Und ja, haben sie mindestens
mehrere Mal haben sie festgenommen, haben sie immer versucht, in die Öffentlichkeit zu sagen, ja, was bedeutet das? Warum wir sind im Ausland? Warum halten sie uns? Ja, und dann, da sehen schon in diesen Listen sind Allende, die ganze Familie Allende, Altamirano, und inzwischen bin ich auch. Ja. Und dann haben wir so viel gemacht, und auch hier können Sie weiterlesen und dann können Sie besser verstehen, was ich versuche in diesen Kursen zu sagen, ein bisschen einen Blick zu geben. Ja, und ich kriege diese Geld in meinen Pass, ja, und das bedeutet, bis heute keine weiß, der Wirtschaft, ich habe viel in Köln gearbeitet. Ich habe mit der AStA von Uni Köln, mit der Basi-Gruppe, haben wir viele Sachen Solidarität. Habe ich mir ständig für die Radio Moskau, alle Veranstaltungen, die haben in Deutschland gemacht, habe ich immer informiert. Da war eine Unterstützung für die Leute in Chile, die sind nicht alleine. Die haben Solidarität von Deutschland, von egal welchem Land, von welcher Stadt. Das war ganz wichtig für die Leute. Wenn wir waren in Chile, 75, 76, 74, haben wir die Radio Moskau gehört. Und die waren viel Information, die war für uns wichtig und die hat uns unterstützt. Und ja, und kommt die Zeit, da hier können Sie auch sehen, wie lange hat diese ganze Geschichte gedauert von Asyl. Und ja, am Ende kann ich nur sagen, war eine, es ist kompliziert, ja, das sind so viele Details und wir arbeiten jetzt mit anderen Genossen, anderen Kommilitonen in Chile und diese Teil von der Geschichte von diesem Gymnasium, die können Sie hier sehen, das ist 150 Jahre, das ist vor 10 Jahren. Es steht nicht die Geschichte in keinem Buch, was ist da genau passiert in diesem Gymnasium, die hat sich beteiligt in verschiedenen sozialen Konfrontationen von unserem Land, bis zum Pazifikkrieg. Ja? Und dann, komischerweise, keine will reden, ja? Von 1970 bis 1973. Und in diesem Prozess haben wir Materialien gesammelt und ich glaube, schaffen wir, auch müssen wir immer konfrontiert, was kann du dich erinnern, der andere, was haben wir in die Zeitung, habe ich auch mehrere Sachen von El Mercurio rausgenommen und von daher ich hoffe, dass irgendwann haben wir diese Teil von der Geschichte von diesem Gymnasium, die hat uns diesen Werten gegeben und versuchen wir ein bisschen von diesen Werten halten. Ja. Ich möchte nicht so mehr sagen, hat hier die anderen Genossen, Kollegen, haben viel gesagt, wie war in Chile, in verschiedenen Formen. Und ich möchte nur als Studenten von dieser Zeit zu sagen, und eine Studentin die ist geblieben, ein paar Jahre, und danach durch dieses Rückkehrkomitee haben wir eine Politik gemacht für die Leute, die nach Chile gegangen sind und die haben sie mit der Diktatur konfrontiert. Ja, da haben wir organisiert diese Sache, sie haben Propaganda gemacht und diese Propaganda zu machen, genau wie in unserer Zeit, da konnten wir nicht auf die Straße nur mit einem Papier oder in die Nacht, da brauchen wir Schutz. Und leider mit einem Militär kannst du dich nur schützen mit einer Waffe. Ja, und das war der bewaffnete Widerstand, die in Chile hat sich auch gegeben. Ja, und dann so war unsere Geschichte, unsere Zeit. Nur wir sind so schnell von Dschungel, wir haben schön gelebt vor den in 70er Jahren, war Musik, wir waren sehr glücklich. Wir konnten sehen, unser Land bis Nordchile, bis die Grenze nach Südchile. Wir waren sehr interessiert, unser Land. So, wir waren 15 Jahre alt. Ja, und, aber die Züge waren voll. Das waren voll von jungen Leuten, Mädchen und so. Das sind Sachen, die können wir nicht mehr vergessen. Das ist ganz klar. Und jeden die Frage von dieser Generation und was ist da passiert, die erzählt genau die gleiche. Aber nur, wir sind so plötzlich wach geworden als Mensch, ja, als Mensch, eine alte, nicht alte Mensch, also plötzlich von Kind, sagen wir so, als erwachsener Mensch, aber mit dieser Realität, die hat unsere Zukunft ganz schlecht, war keine Zukunft, sagen wir ganz konkret, war keine Zukunft für uns. So haben wir gesehen. Ja, ich möchte nicht so mehr lange etwas hier sagen, ich glaube, es ist genug.